Hallo liebe Holzwerker, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit einer Japansäge und dieser kleinen Makita Oberfräse Schwalbenschwanzverbindungen ohne eine teure Schablone herstellen kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Im ersten Schritt wird ganz normal mit dem Streichmaß die Dicke der Bretter an beiden Seiten des Brettes markiert. Das dient später zur Orientierung, wie tief eingesägt werden muss. Die Einteilung der Zinken erfolgt nach Augenmaß. Es sind jeweils zwei Bretter gemeinsam eingespannt und auch das Sägen des Winkels erfolgt hier einfach nach Augenmaß in einem ungefähr immer gleichen Winkel von ca. 15 bis 20 Grad. Die Stellen, die später ausgefräst werden, werden markiert, dass man hier keinen Flüchtigkeitsfehler macht. Und nun werden diese beiden Bretter in eine einfache Vorrichtung eingespannt. Es handelt sich hier um zwei Bretter, die hinten mit einer kleinen Auflage versehen sind. Die Bretter werden bündig zur Oberkante ausgerichtet und festgespannt. Hier lohnt es sich mehrfach zu prüfen, ob auch alles wirklich bündig ausgerichtet ist. Und jetzt kommt die Oberfräse zum Einsatz. Und ich verwende hier die kleine Makita Oberfräse mit der vergrößerten Grundplatte, um eine entsprechend sichere Führung der Fräse an der Auflage zu gewährleisten. Hier wird mit einem ganz normalen, geraden 10 mm Fräser gefräst und natürlich bleiben die schrägen Flanken der Schwalben stehen. Es wird nur das Material in der Mitte herausgefräst. Wichtig bei der Oberfräse ist, dass der Fräser exakt so tief unten herausschaut, wie das Material dick ist, um hier einen schönen Zapfengrund zu bekommen. Der Fräsanschlag wird jetzt entfernt und mit einer Laubsäge werden die stehen gebliebenen Ecken herausgesägt. Und damit sind die Schwalben eigentlich schon fertig. Da wir hier Toleranzen haben, werden die beiden Bretter mit dem Schreinerdreieck markiert und auch die beiden Gegenstücke bekommen das entsprechende Schreinerdreieck, da wir beim nachfolgenden Schneiden der Zapfen das individuell anpassen, um die Toleranzen, die hier entstanden sind, aufzufangen. Hier orientiere ich mich am Schreinerdreieck
um die Bretter und ihre Kanten korrekt zuzuordnen. Es werden dann die entsprechenden Zapfen markiert. Und auch hier wieder die Stellen, die später ausgefräst werden. Mit der Japansäge werden nun die entsprechenden Schnitte für die Zapfen gemacht. Auch hier wird wieder bis zur mit dem Streichmaß angerissenen Linie eingesägt. Die äußeren Ecken lassen sich sägen. Man könnte sie natürlich auch herausfräsen später, aber sägen ist hier die schnellere und einfachere Methode. Hier habe ich nun die beiden Bretter mit den markierten Zapfen, die nun ebenfalls wieder in die Frässchablone eingespannt werden. Auch hier wird alles bündig ausgerichtet, in den Schraubstock eingespannt und es kann gefräst werden. Mit etwas Übung kann man hier relativ nahe an die entsprechenden Markierungen heranfräsen. Wichtig dabei ist, dass der Fräser tief genug eingestellt ist, damit der Zapfengrund schön gerade wird. Und nun werden mit dem Beitel einfach die Seiten noch einmal nachgestochen, da ich ja nicht ganz an die Linien herangefräst habe. Und wenn alle Bretter fertig bearbeitet sind, können diese
entsprechend dem Schreinerdreieck zusammengesetzt werden. Da wir alle Teile individuell angepasst haben, lassen diese sich auch problemlos zusammensetzen. Und fertig ist das kleine Kästchen mit Schwalbenschwanzverbindung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.